Normalerweise fühlen sie sich halt irgendwann von den Türmen provozieren und greifen deswegen an. Dann spawnen wieder neue Einheiten. So, du kannst trainiert werden. So, du kannst jetzt allerdings wieder Gold schmieden. Das bräuchten wir unbedingt. Und du kannst gleich wieder Steinmetzarbeiten machen. Jemand, der erfahren ist und trainiert werden kann. So, dann geht das fröhliche Steinekloppen wieder los. Na, den Turm haben sie schnell wieder hochgezogen. Mal sehen, wie schnell die Nachos ihn wieder einreißen werden. So, Bauarbeiter haben wieder Stein. Dann planen wir hier noch ein bisschen Straße. So, hier rüber. Die hier runter. Die hier rüber. Da ist hier schon mal dann fast alles vernetzt. Nein, nicht nach Wasser graben, eine Straße bauen. Na? Da kann ich keine Straße bauen. Kann ich sie darüber bauen? Nö. Da ist wieder dieses unbebaubare Zeug dazwischen, ne? Oder habe ich schon zu viele Straßen gerade im Auftrag? Könnte auch sein. So, Mine steht leer, Töpferei steht auch leer. So, dann kann ich jetzt langsam Kinder kriegen. Denke ich mal, um Soldaten auszubilden.
So, du wünschst dir ein Kind. Du wünschst dir ein Kind. Du wünschst dir ein Kind. Du auch. Ihr auch alle. Und du wünschst dir schon ein Kind. Gut. Oh, unser Holzfäller kann trainiert werden. So, dem sein Arbeitsfeld setzen wir mal nach weiter oben, dass er da auch hier alle Steine kriegt. So, da kommen auch noch Kinder, da kommen auch noch überall Kinder. So, Pilze haben wir langsam auch wieder genug. Aber unser Pilzsammler findet noch Pilze. Solange er noch Pilze findet, lasse ich ihm Pilze sammeln. So, dann gucken wir mal raus, ob das, was ich... Ja, das hat gestimmt. Es liegt wirklich daran, dass wir zu viele Wege bereits geplant haben. Oh, unser Bäcker kann trainiert werden. So, noch einmal und dann haben wir genügend Waffen. Dann kann er anfangen, Werkzeug herzustellen. So, sind jetzt alle Häuser mit Kindern versorgt. Ich sehe überall den dicken Doppelkreis. Ja. Kann ja einfach mal nach Frauen gucken, die kinderlos sind. Das sind keine. Wir haben 9 Frauen und 9 Kinder. Gut. Das wird dann wieder Nahrung kosten, aber das ist egal. Wichtig ist, dass wir alles reinkriegen. An Materialien, die wir dann brauchen für die Soldatenausbildung. So, Schwertschmied. Das heißt... Werkzeugschmied als nächstes. Die Straßen hier nehmen überall Formen an. Das ist gut. Ob ich hier oben den anderen Teil des Dorfes vernetzen werde, ist fraglich. Es läuft ja eigentlich alles effektiv. Ich will nur, dass hier unten bei der Waffenproduktion dann alles auch reibungslos effektiv läuft. Wobei wir ja nicht mehr viel zu produzieren haben. Ich meine, das, was ich dann hier noch ausbilden kann als Soldaten, dürfte reichen. Die Palenque haben halt wirklich nichts mehr. Ein paar Goldsucher, Goldschmiede und so.
Eigentlich ist es jetzt nur noch wichtig, dass wir das Gold reinkriegen, weil wir haben die Waffen. Das sollte eigentlich schon reichen. Außer ich habe vergessen, dass die Palenque Verstärkung kriegen, sobald ich ihnen den Krieg erkläre. Okay, dir sind die Rohstoffe ausgegangen. Das heißt, du bist jetzt Droide. Oh Mann, und wir brauchen bald wieder Geschirr. Oh, was sagen eigentlich die Möbel? Die Möbel sagen, macht mir Möbel. Okay, die ersten Erwachsenen. Sind da. Du hast schon die gewünschte Warenmenge hergestellt. Okay, dann mach noch mal 5, bitte. So, da sind fast alle Kinder bis auf 1 erwachsen schon. Und können ausgebildet werden. Du bist auch erwachsen, kannst also auch da rein. Du bist wieder Holzfäller. Falsch, Holzfäller. Jetzt 2, 3, 4, 5. Das sind 6. Oh, du suchst Gesellschaft. Okay. Ja, wenn die Straßen hier alle gebaut wurden, dann wird wieder Geschirr gemacht. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis der Kriegsturm wieder fertiggestellt ist. Und ob dann die Nachos einen Anreiz sehen, ihn anzugreifen. So, machen wir das schon mal.